Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Willkommen zu FIFA 20 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Als erstes direkt die Information an euch. Ich werde heute livestreamen. Ja, heute noch. Kurz vor 21 Uhr, weil da kommt ja dann das neue Event raus. Wir werden das neue Event direkt mal austesten, vielleicht hier und da ein paar Packs ziehen, sollte es Packs geben, die wir direkt am Anfang öffnen können. Also ich freue mich auf euch, ich hoffe ihr seid am Start und bis gleich kann man sagen. Ja moin! Jetzt fragt ihr euch sicherlich, Dennis, 1,3 Millionen Münzen, was hast du gemacht? Ich habe nämlich bei jemanden mitgeboten und wurde leider hier zweimal überboten, weil ich möchte jetzt meinem Namen alle Ehre machen, Leute. Packs Trader, Packs habe ich schon immer geöffnet, aber getradet habe ich noch nicht. Und deswegen habe ich hier ein bisschen versucht, ein paar Spieler billig zu bekommen und die zu verkaufen. Hier die anderen Spieler, die habe ich gerade noch gesehen, dass ich hier, dass ich die verkauft habe, diesen Man und den anderen Lewandowski, den ich hier hatte. Gebot abgeben, gucken wir nochmal ganz kurz. Ist leider ausgelaufen für 446.000, sind beide für Sofortkauf weggegangen. Ich weiß nicht, Leute, wir machen jetzt mal ein Experiment. Kommt, Leute. Ich mache mal jetzt hier ein Lewandowski-Experiment. So, Lewandowski, den gibt es natürlich als Totti, als Starpass, bla bla bla. Ich möchte den ganz normalen Elite-Spieler kaufen. Keine Ahnung, ob das klappt. Wir werden es morgen, ich werde es euch morgen sagen und zeigen, ob es geklappt hat. So, der billigste Lewandowski kostet... Okay, mehr als 450.000. Vorhin gab es, glaube ich, sogar noch welche unter 450. Dann machen wir mal 400 hier. Bam, bam, bam. Übernehmen. Was? Lewandowski. Ich habe doch alles richtig gemacht. Okay. Hä? Die sind doch eben auch für 450 rausgegangen. Da. 494. Hier könnte man schon wieder rein theoretisch mitbieten, aber ich möchte ihn jetzt sofort kaufen, Leute. Hier, ich nehme jetzt einfach mal diesen Lewandowski mit für 486.000 Münzen und ich... Dadurch, dass ich ja diese VIP-Ränge habe, sage ich mal, in FIFA Mobile, zahle ich ja oder habe ich sowieso keine Marktgebühren. Bedeutet, wenn ich jetzt meinen Lewandowski für 490.000 draufstellen würde, würde ich 4.000 Münzen Profit machen. Für so wenig Profit, für diese Profitspanne, sage ich mal, lohnt es sich jetzt nicht, das Ganze zu machen, aus meiner Sicht. Klar, 4.000 Münzen haben oder nicht haben, wenn man das ganz, ganz oft macht und mit 100 Spielern macht, dann hat man auch... 4.000 mal 100 sind das auch 4.000 Münzen, ne? Also die Masse macht's, Leute, die Masse macht's. Aber ich möchte jetzt was anderes ausprobieren, weil wenn man jetzt hier mal guckt, so einfach nur einen Lewandowski sucht und dann hier mal so durch ein bisschen durchscrollt, sieht man und findet man die billigen Spieler halt nicht direkt, ne? Klar, 5.000, 5.000, 6.000. Ich probiere jetzt einfach trotzdem mal meinen Spieler reinzustellen für, ich habe ihn gekauft für 484.000, 486.000. Nein, nicht für diesen Preis, sondern ich stelle ihn für 500.000 Startpreis rein und für 550.000 Sofortkaufpreis. Wenn ich ihn jetzt verkaufe, habe ich 50.000 Münzen Profit gemacht. Sofort, direkt auf der Hand, direkt Cash und mal gucken, ob es klappt. Wenn es klappt, dann können wir sowas direkt öfters mal machen. Und wenn ich dann halt ganz viele Coins habe, wenn ich mein Gulagi endlich verkaufen kann, ich hoffe, inshallah, der ist immer noch so viel wert, ne? Nicht, dass der jetzt gesunken ist. Nicht, dass der gesunken ist. Wenn im Hintergrund ein bisschen so ein Geräusch ist, das ist meine Eismaschine übrigens, Leute. Ich mache gerade neues Eis. Ja, moinski. no joke, true story. Gulagi. Gulagi 98. Gugugu. Sollte eigentlich ausreichen. Oh, jawohl, Leute. Der ist immer noch 29 Millionen, 30 Millionen Münzen wert. Also, wenn ich den dann endlich verkauft bekomme und verkaufen kann, weil er hat ja immer noch meine zwei Ränge. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass heute Abend ein Update kommen wird und dann, dass der Bug dann auch weg ist. Um 21 Uhr. Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass ihr am Start seid. Und ich gönne mir jetzt erstmal so einen schönen Köfterspieß. So, wir gehen rein in Versus Angriff. Ich habe Angst, dass ich jetzt in den nächsten drei Tagen das Ganze wieder nicht schaffe. Und ich möchte unbedingt jetzt auf 1.090.000, 95.000 Fans kommen. Und da brauche ich noch ein paar Siege. Und was bietet sich besser an als die 20 Uhr Folge? Ich habe ja in den letzten Folgen nicht so häufig Versus Angriff gespielt. Lasagna Rebic. Was hat er jetzt für eine Gesamtbewertung gehabt? Ein Glück wird die nochmal angezeigt. 122, okay. Somit ein Duell auf Augenhöhe. Nicht ganz, weil ich 20 Chemistry-Punkte mehr habe. Jawohl, Leute. Faust in die Facecam. Apropos, ich kann gleich nochmal in die Vorteilspunkte reingucken. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon die nächste Belohnung wieder abholen kann.
Schauen wir gleich. Ja, Dybala möchte ich auch noch trainieren. Ich weiß, Leute, Adidas GMR muss ich auch mal wieder ein bisschen hier in der Wohnung rumsprinten, Kipo. So, 2-0, Sadio Mané war es nicht, sondern das war Zinedine Zidane. Aber der Pass kam von Sadio Mané, genau wie der Pass hier. Und das ist das 3-1, den kann ich direkt ins Ausbolzen. 3-2, Leute, ich bin so heiß auf diesen Livestream, ne? Und ich hoffe, dass das Event geil wird, ne? Ich weiß nicht, wie lange ich streamen werde. Also, Leute, Open End, sagen wir es einfach mal so. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich um kurz vor 9 anfange, Leute. 8:45, kurz vor 9. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich zähle auf euch, ne, Leute? Ich zähle auf euch. 6-2. Komm, 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 komm. Dybalski, Dybalski, jawohl. Ich hätte nicht gedacht, dass der reingeht, weil ich da auch noch 1-2 Meter hätte aufs Tor gehen können. Bin ich aber nicht. 8-3. Sieht sehr, sehr gut aus für unseren ersten Sieg hier im heutigen Versus-Angriffsspielchen. George Bestinelli haut das Ding auch rein. 9-3, 9-4. Läuft bei uns. Erstes Spiel. Und das ist natürlich safe jetzt hier der erste Sieg, weil das kann der Gegner nicht mehr schaffen, Leute. Komm, ich spiele einfach mal die Chance hier mit Zinedine Zidane zu Ende. Vielleicht schaffe ich es ja mit dem Rainbow an allen vorbeizugehen. Oder ich schaffe es einfach an einen Spieler vorbeizugehen. Jawohl. Den Freistoß haut er aber rein, Leute. Den Freistoß haut er aber rein hier. 11-5. Komm, 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 komm. Noch oben Sadio Mané. Hätten wir nochmal das 12. draus machen können. 12-6 wäre es dann gewesen. Egal, ob jetzt 11-6, 10-6, 10-5, 1-0. Hauptsache, wir gewinnen. Das ist die, das ist die Hauptsache. Und wir gehen rein ins zweite Spiel. Guckt mal, Leute, ich bin jetzt mit 1.031.000 Fans sogar schon auf Platz 44, ne? Und mit Platz 44 würde ich bereits schon 600.000 Münzen, 2 Team of the Week Token und 150.000 Erfahrungspunkte bekommen. Wenn ich mich hier nach oben spiele, dann kriege ich sogar 800.000 Münzen und das ist mega nice. Also, das ist mein Ziel. Let's go, zweites Spiel, Abfahrt, gehen wir rein. Gegnersuche ist da! Und jetzt habe ich wieder vergessen, mit meinem Alzheimer-Gedächtnis. Ich wollte doch die Vorteilspunkte nachschauen. Was ist das denn? 125, Messi, Zidane, Suarez. Suarez als Osterspieler. Junge, Junge, Junge. 98er Karte. Krasa Wien. Ein russischer FIFA-Mauberspieler, so wie das ausschaut. Chemistry, 20 Punkte mehr. Okay, das wird interessant. Ich muss jede Chance nutzen. Dann habe ich hier eventuell die Möglichkeit zu gewinnen. Und wenn ich sowas schon wieder sehe, direkt der erste Angriff, den ich hier habe und der eigentlich rein muss. Der geht aber nicht rein und auch von Hullet geht er nicht rein. Ach man, ja, Zidane. Selbst ein Zidane kommt nicht mal richtig an den Ball. Und der Gegner führt mit 0-2. Und das ist ein Start, den man so direkt vergessen kann, Leute. Wie soll man dann da noch gewinnen? Am Anfang noch so schön, Leute, ich war wirklich motiviert, hier gegen diesen Gegner zu gewinnen und dann direkt die ersten Chancen so komplett in die Tonne gehauen. Unfassbar. Unfassbar. Aber guckt euch das an. So schnell kann man in FIFA Mobile wieder zurückkommen und das habe ich schon gesehen an meinem Finger, wie ich da gewischt habe, dass ich da nicht so gut gewischt habe und deswegen ist der Ball und der Freistoß von Zinedine Zidane nicht reingegangen. So, komm, ab ins Aus, 4-5. Let's go, nach unten, George Best, hau ihn, netz ihn, 5-5, 5-6, stellt euch mal vor, ich hätte die ersten Chancen alle reingemacht, ne, stellt euch das mal vor, dann hätte ich jetzt 8-7 oder 9-7 geführt, hätte Fahrradkette, Mann, Junge, ist so ärgerlich, ne, das ist so verdammt ärgerlich, 7-7, komm, George Best, geh vorbei, George Best, mal wieder einen Finesse, nach langer Zeit mal wieder einen Finesse, Jungs, Junge, 8-8, Ah, Bestinelli, 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 ich raste hier aus, Junge. 9-8, was geht hier bitteschön ab, Junge? 9-8, Faust in die Facecam, geiler Sieg. Huhuhu. Wer hätte gedacht, dass ich dieses Spiel noch gewinne? Ich denke niemand, oder? Ein Spiel machen wir noch, Jungs. Ein Spiel machen wir noch, Jungs und Mädels. Was hat der Gegner? 123, Ruud van Nistelrooy, Zinedine Zidane, Stevie G, Junge. Wie viele Icons hat der denn? Und dann auch noch 250 Chemistry. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Und ich wollte gerade sagen, das ist das letzte Spiel. Ja, eben habe ich auch gegen den 125er gewonnen. Ich weiß, aber man kann ja nicht gegen jeden stärkeren Gegner gewinnen. Ist ja auch klar. Und eben habe ich auch geschwitzt wie sonst was. Das war ja nicht einfach eben. Das war ja nicht einfach. Aber George Best macht wenigstens hier in diesem Spiel direkt das erste Tor.
Zinedine Zidane muss ihn auch machen und Zinedine Zidane macht ihn. Let's go. Best. George Best, Alter. 3-2, 3-3. Sadio Mané, 4-3. Läuft. Komm, George Best. Oh, der wäre so wichtig gewesen. Und Dybala knallt ihn rein. Umso geiler, Zidane. Jawolski, 6-4. Junge, was wäre das für eine geile Folge, wenn wir hier 3 Spiele gewinnen. Und diese 3 Spiele haben wir nicht einfach gewonnen, sondern mussten wirklich richtig dafür hier schwitzen. Hätte ich nichts dagegen, wenn wir das heute schaffen. 7-6. Komm, den spiele ich einfach rotzfrech rüber auf Zidane. 8-7, 20 Sekunden, ab ins Aus, schnell. Ja, nach unten, nach oben und bing, bong, 9-8. Und Flanke auf Dybala. Dybalski, 10-9. Freistoß, Zinedine Zidane. Oh, der knallt ihn an den Pfosten und das war die Entscheidung. Hätte ich den reingemacht, hätte ich gewonnen. Mann, verdammt, Mann. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nachher im Stream wieder. Bis später. Bis gleich und solltet ihr den Stream verpassen, bis morgen.